Hey, willkommen zum neuen Vlog. Es ist ein neuer Tag und wir fahren heute nach Edoshima, was eine Katzeninsel, glaube ich, ist. Also es ist auf jeden Fall ganz weit unten, wahrscheinlich gar nicht mehr in Tokio. Und da fahren wir jetzt hin und es dauert voll lang, aber es soll so schön dort sein. Und zur großen Buddha-Statue wir fahren heute. Wir haben heute mal ausnahmsweise voll den Plan. So, nach 1,5 Stunden Fahrt sind wir jetzt gerade eben angekommen, vor einer Minute, hier in diesem, da hinter uns. Und jetzt gehen wir schon essen, weil wir mega Hunger haben einfach. Wir haben die ganze Zeit nur Hunger. Nur von der Avocado abgebissen. Ich dachte mir, dann ist es Obama und dann lese ich drunter. Es ist tatsächlich. Obama war in dem Restaurant, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber anscheinend ja. Crazy. Frisch gestartet gehen wir jetzt nach Enoshima, das ist diese Insel hier, ist auch ein bisschen windy. Ja. Ich bin sehr gespannt, es war mega lecker, es war echt richtig gut. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg. Schwimmen, oder? Wir schwimmen. Oh mein Gott! Hier kann man Jetski fahren. Ich möchte unbedingt. Darf ich? Schaut mal! Okay, nochmal. Und es ist mega cool hier. Also, das finde ich echt, das ist so voll der schöne Tempel und voll. Aber haben wir schon Katzen gesehen? Nee, ne? Aber die sehen wir jetzt bestimmt gleich. Es gibt oben auch so eine, wie nennt man das? Leuchtturm. Ja, Candle irgendwas. Wie nennt man das? Sky Candle? Ich glaube, es heißt Sky Candle. Und da gehen wir jetzt hoffentlich auch noch hoch, weil ich da hoch mag. Und es sieht halt einfach überall so cool aus, weil überall halt so mit dem typischen Rot und mit dem typischen japanischen Skulpturen. Ich finde das mega cool. Finde ich jetzt eigentlich einer der schönsten Orte bisher. So, wir sind immer noch auf der Endoshima-Insel und sie wird einfach immer noch schöner. Wir sind jetzt ganz nach oben gegangen. Es wird voll windig hier, weil da hinten jetzt auch das Meer kommt. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Ich werde jetzt einfach wieder ein paar Impressionen einblenden. Kennt ihr ja von mir, ne? Hast du die Treppen schon gesehen? Ich glaube, da gibt es aber einen Aufzug. Oder? Nee, ich glaube, da muss man Treppen steigen. Oh mein Gott. Mama. Yes, ich habe so auf deine Reaktion gehofft. So, entschuldigt mein Aussehen, aber es ist super schwül. Aber wir laufen jetzt auf jeden Fall gerade zu der Cave, das heißt also zu der Brandung und laufen dann da auch noch durch. Ich bin voll gespannt, das sieht bestimmt mega cool aus. Eine Krabbe! Thank you.
Wahrscheinlich ist das gar nicht wegen Seen, sondern wegen des Gipfels, weil die Höhle so eingestürzt ist. Na super, meine ist ausgegangen, war ja wieder typisch. Ich weiß gar nicht, wer so hungrig ist die ganze Zeit. Wir gehen jetzt in dieses Aloha Table Waikiki. Wir sind gespannt, es sieht ganz cool aus. Da sitzen Leute und das heißt, es hat auf, weil gerade eben haben wir eins gegoogelt, das hat zu. Sind wir mal gespannt. Kann es vielleicht auch mal scharf werden, das wäre ganz geil. Er lacht mich gerade aus, weil ich 10 Minuten mein Essen fotografiert habe und sieht einfach kacke aus. Auf jeden Fall gibt es jetzt Essen. Ich habe eine ganz kleine Kleinigkeit und einen Cocktail. So, wir verlassen Enoshima wieder. Immer noch mit gleich schlechter Frisur. Es war total schön. Hier leuchtet auch noch, man kann es wahrscheinlich kaum erkennen, diese Candle, die da, Sky Candle, glaube ich, die da oben steht. Genau.